Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Magic the Gathering 2015 und wir haben ja noch was vor uns. Wir haben die Erweiterung vor uns. Und dann spielen wir die noch. Du bist Garrok Wildsprecher, der größte Jäger des Multiversums, benutze deine mächtige Magie, um den Spieß umzudrehen und dich auf die Jagd zu machen. Auf jene, die dich von deiner Beute abhalten wollen. Beim ersten Durchspielen der Erweiterung benutzt du Garroks Deck, danach kannst du die Mission mit jedem Deck dann aber erneut durchspielen. Ich habe die halt schon mit Garroks Deck gespielt, das ich total kacke fand, by the way. Wir spielen die ganzen Sachen jetzt halt mit unserem Opferdeck. Werbung! So, drei Mana. Läuft Krenkos Befehl, Blutflussexpertin. Kann man behalten. Ah, und da verklickt der Koala sich schon wieder. Und zieht eine crappy Starthand. Naja. Jetzt muss ich damit leben. Wir dürfen anfangen. Ah, das war blöd. Das war ganz, ganz blöd. Erkunde Jund. Also er hat ein Dreifachland gespielt für Schwarz, Rot und Grün. Wir haben auch einen Goblin Brandstifter gezogen, mit dem wir momentan ja nichts anfangen können. Der Gegner spielt Grün weiter. Aber wir können jetzt wenigstens so einen verschlingenden Schwarm herausbringen. Wir brauchen das rote Mana jetzt. Das ist jetzt das Wichtigste, was wir beim nächsten Ziehen irgendwie beachten müssen. Nicht, dass wir es beeinflussen können, aber wir können hoffen, dass wir das rote Mana ziehen. Der Gegner hat rotes Mana. Kannst du uns das nicht abgeben? Der Blasenkäfer. Wenn der Blasenkäfer ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deiner Wahl minus eins bis zum Ende des Zuges. Das war's dann auch für unseren Flieger. Und weg. Schade, schade. Immer noch kein rotes Mana und jo, jetzt zeigt sich, wie kacke die Starthand war. Gegner hat wieder ein Dreifachland und greift uns für einen Schaden an. Ich denke mal, da kommt aber jetzt noch was in der zweiten Hauptphase. Jawohl, da kommt ein 3-3 Bestie und wenn sie stirbt, kommen drei Saproling-Spielsteine ins Spiel. Die hatte ich zuerst auch überlegt, ob ich die in mein Deck mit einbaue. So eine, ich glaube, genau die gibt es auch irgendwie als Kartenerweiterung. Allerdings wollte ich nicht zu viel Grün mit im Deck und da das hier dreifarbig ist. Sonst wäre es ideal gewesen, halt opfern, drei Saprolinge bekommen, die man auch wieder opfern kann. Das ist halt für das Deck hier gar nicht so schlecht. Aber ich habe es dann sein lassen. Ah, da kommt unser schwarzes, unser rotes Mana, das wir allerdings erst nächste Runde benutzen können. Schade, schade. Die ist übrigens ziemlich cool, weil wir haben ja eine Übernehmenkarte. Und wenn wir die opfern, kriegen wir auch die Bestien. Das ist auch ziemlich cool. So, aber hier kommt jetzt erstmal bestimme eines. Schicke alle Karten aus dem Friedhof eines Spielers deiner Wahl ins Exil. Oder das Amulett aus Yund fügt jeder Kreatur zwei Schadenspunkte zu. Oder lege 2 plus 1 plus 1 Marken auf eine Kreatur deiner Wahl. Also er verstärkt auch noch seine. Damit kriegen wir jetzt 6 Schaden. Und es kommt noch ein Blasenkäfer. Er muss jetzt minus 1, minus 1 geben. Mal gucken, was er macht. Wahrscheinlich auf die da. Ist jetzt so Rost. Ja. Da haben wir unser Dreifachland. Ich hätte jetzt lieber ein normales Land gezogen, weil dann hätten wir sofort das Ganze mit der Opferung machen können.
Was machen wir? Wir holen uns zwei Gobbos, die müssen jetzt blocken. Wie die Weltmeister. Und nächste Runde holen wir uns den. So, ja, der 5-5er muss geblockt werden und den 1-1er blocken wir auch direkt mit, weil wir können uns keinen Lebensverlust extra leisten. So, jetzt holen wir uns den 5-5er. Und gehen in die Kampfphase und greifen mal mit dem 5-5er an, damit wir mal ein bisschen Schaden gemacht haben. Dann schießen wir auf den Spieler mal 5 Schaden und bekommen 3 Saprolinge. 1-1 Top-Blocker jetzt. Und haben uns damit gut aus der Affäre gezogen, finde ich. Was kommt da? Panorama von Lund. Das ist ein Land. Das erhöht den Mana-Vorrat um ein farbloses. Oder man kann ein farbloses Mana bezahlen und das Land tappen und das Panorama von Jund opfern und die Bibliothek nach einem Sumpfgebirgewald durchsuchen und die getappt ins Spiel bringen. Oh, da kommt ein Drache, 5-5 fliegend. Immer wenn der Drache angreift, kannst du X und rotes Mana bezahlen. Falls du dies tust, fügt der Flammstoßdrache einer Kreatur oder einem Spieler X Schadenspunkte zu. Der ist natürlich fies. Rotes Mana. Leider nichts zum Opfern, deswegen behalte ich mir die Karte, glaube ich, mal über. Weil jetzt mit dem anzugreifen, macht das Sinn. Wir haben 3 Mana, die wir ausgeben können. Wir können dem Gegner also noch 2 Mana, 2 extra schießen. Wir könnten dem Gegner 7 Schaden machen. Er könnte nächste Runde angreifen, macht uns 5, wenn er nichts rausbringt, 5, 6, 7, 8, 9 Schaden. Ja. Moment. Wir übernehmen den Drachen. Das heißt, er kriegt schon mal 5 Schaden, er kann nämlich nichts machen, er hat kein Mana mehr über. So, 5 Schaden. Dann greifen wir mit all denen auch noch an. Einen davon kann er wegblocken. Macht 6, 7 Schaden. Dann haben wir noch 2 über. Also ein rotes Mana für die Fähigkeit des Drachen. Und 2 Mana extra. Das heißt, wir haben 5, 6, 7, 8, 9. Wir können ihn auf einen Lebenspunkt runterbringen, Leute. Ein Lebenspunkt. Und danach kassieren wir 5, 6, der ist dann tot. 5, 6, 7, 8, 9 Lebenspunkte. Und der Drache ist auf der gegnerischen Seite und kann Unsinn machen. Sollen wir das jetzt machen oder sollen wir das nicht machen, Leute? Das ist eine schwierige Entscheidung gerade. Alles andere bringt uns nicht viel weiter. Wir machen das einfach. Wir übernehmen den Drachen. Machen Full Attack. Auf den Spieler. Zwei Schaden. So, wird natürlich geblockt, sonst wäre er nämlich jetzt tot. Und er ist auf einen Lebenspunkt runter und er kriegt jetzt den Drachen wieder. Den hätte ich jetzt eh nicht blocken können, von daher ist es eher Boost. Okay, er bringt zwei Goblin-Kreaturen-Spielsteine ins Spiel. Das heißt, er schießt uns schon mal nicht die maximale Anzahl an Schaden rein. Macht es jetzt dann wohl 7 Schaden.
8 Schaden. Ah, den habe ich vergessen. Okay. Au, au, würde ich sagen. So. Jetzt haben wir das Problem, dass wir da nicht diese Runde nicht durchkommen. Aber wir können zwei Goblin Brandstifter spielen. Und wir können den Blutschauderer spielen. So. Jetzt sind wir tot, weil der 5-5er ankommt. Nee. Da kommt noch ein Drache, nicht, dass es noch nötig wäre. Ja, schade. Flieger können wir nicht blocken. Autsch. Er hat doch noch Eile gehabt, der Drache. Jo. Starten wir mal mit einem Fail in das Extra, ne? Mal gucken, ob wir es beim nächsten Mal besiegen können. Dieses komische Deck. Ich glaube, es hätte auch keinen Unterschied gemacht, wenn wir jetzt gewartet hätten, noch diese eine Runde. Weil gegen die Flieger hätten wir ja eh nichts gezogen, haben wir ja gesehen. Also war die Möglichkeit ja eigentlich nur da. Und ja, schade. Ich hätte am Anfang den Missklick nicht machen sollen. Bis zum nächsten Mal, euer Quali. Meow, 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 meow